Herzlich willkommen bei Venture TV. Heute sind wir zu Besuch bei Jimdo in Hamburg und neben mir sitzt der Friedel und der Matthias, ihr beiden Gründer von Jimdo. Ihr seid eigentlich zu dritt, der dritte ist heute nicht hier, weil in Amerika, genau, ja, baut gerade das Amerika-Geschäft auf, ja. Der Christian. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal ganz am Anfang an. Wie war der Start bei euch? Ihr habt ja schon vor recht langer Zeit, 2004, sehr lang für Online-Verhältnisse gestartet, auf einem Bauernhof in Cuxhaven. Wie war's? Was war los? Ja, wir haben im Prinzip die Idee für das Produkt gehabt, was jetzt auch eigentlich immer noch die Basis ist für Jimdo, also wirklich dieser leicht zu bedienende Baukasten für eine Webseite. Und dann war es eigentlich so, dass Christian, der jetzt in Amerika ist, hat sich eher um Programmierung gekümmert, ich eher um das Design, und da hatten diese Idee und das war eigentlich schon klar. Alles klar, das hat echt Potenzial, und da reicht das wahrscheinlich nicht, wenn wir beide nur das Produkt bauen, sondern wir brauchen noch jemanden an unserer Seite, und da kam Matthias dann ins Spiel. Da kam der Matthias ins Spiel, ja. Also die allerersten Anfänge waren ja wie, ich glaube, ich kenne fast gar keinen Gründer, der nicht mal mit einer Webdesign-Agentur gestartet ist. Also ihr habt Seiten gebaut einfach für Unternehmen und habt die dann ja einfach vertickt. Ne? Ja. Und dann kam aber dann recht schnell diese Idee für den Baukasten. Genau. Ja? Wo kam diese Idee denn her? Naja, also wir hatten schon immer das Produkt. Also das Produkt hatten wir schon auch ganz am Anfang bei Northclick, unserer ersten Firma. Mhm. Das heißt also, wir haben nie einen Auftrag gemacht, wo das Produkt nicht Bestandteil war. Okay, das habt ihr praktisch intern eingesetzt, euer Produkt. Genau. Ja, beziehungsweise unsere Kunden haben damit dann auch ihre Webseiten eben selber aktualisiert, und das war auch das Neue quasi, und das haben wir auch auf Mietbasis vertrieben. Insofern, das Produkt gibt es eben, oder den Kern des Produktes gibt es eben schon relativ lange. Und dann kamen immer mehr Freunde auf uns zu, die halt damit ihre Webseite angebaut haben. Also zum Beispiel einer, der hat eine Weltumsegelung gemacht, beziehungsweise von Kiel nach Sydney, nicht ganz die Welt. Und dann haben wir uns auch auf dem internationalen Markt umgeschaut und haben gesehen, okay, es könnte Potenzial haben, und das probieren wir. Und dann haben wir eben Jimdo ausgegründet und haben gesagt, so, dann Jimdo auch gleich Freemium-Strategie, also kostenlos und international. Und dann haben wir gestartet. Warum Freemium-Strategie? Ihr hättet ja auch sagen können, okay, das kostet immer von Anfang an. Warum Freemium? Ja, wir haben, unser Slogan ist Pages to the People. Mhm. Und das ist eigentlich auch so die Vision, die uns treibt. Wir wollen es wirklich jedem zugänglich machen, dass er sich eine eigene Webseite bauen kann, die gut aussieht. Und deshalb war es für uns irgendwie klar, wir wollen die Leute einfach überraschen, wie einfach die Bedienung ist. Und deshalb war Freemium. Also einfach durch Ausprobieren stellst du fest, wie einfach es dann doch wirklich ist. Genau. Das haben wir eben auch bei Northgate schon mal festgestellt, dass die Leute waren einfach überrascht, wie einfach das wirklich gehen kann. Und dann, wenn diese Begeisterung da ist, trägt man es halt gerne weiter. Und wir wollten das halt möglichst vielen Menschen auch zugänglich machen. Insofern dann kostenlos. Wie sieht es aus mit eurem IT-Hintergrund? Hast du den? Du hast ihn, glaube ich, nicht. Ne? Du bist der BWLer im Bund. Kann man ehrlich sagen, dass er ihn nicht hat. Gar nicht. Ein Anti-IT-Hintergrund. Okay. Aber bei dir ist es so, Friedel, du hast ihn und Christian hat ihn auch, oder? Genau, also Christian und ich haben es ein bisschen geteilt. Also Christian eher ganz am Anfang, wir haben auch wirklich auf dem Bauernhof angefangen, da programmiert die Nächte durch. Und ich habe mich eher so auf Software-Konzept und Design gestürzt, ein bisschen JavaScript, aber wirklich eher, wie funktioniert die Software, wie ist der Flow, und Christian eher auf die Programmierung. Genau, und er ist ja nun mittlerweile in Amerika, deswegen kümmert sich um Amerika-Aufbau, und ich dann eher wirklich um das Produkt, wie ich das weiterentwickle hier mit dem Team. Genau. Ja, also der Kern des Produkts ist ja tatsächlich eure Software, irgendwie euer System. Ist es das auch, was euch am meisten unkopierbar macht, oder was ist es so? Was würdet ihr sagen, was sind eure so einzigartigen Bestandteile, dass es schwer ist für andere, sie nachzumachen? Also sicherlich sind wir eine Produktfirma, wir sind sehr getrieben durch das Produkt, probieren wirklich einfach immer, egal was wir machen, immer was zu schaffen, was wirklich richtig cool ist, wo wir einfach probieren, alle Aspekte, Design, Programmierung wirklich zusammenzukriegen, immer was zu schaffen, was wirklich super ist, und nehmen uns so Teil für Teil vor, und das ist auch viel aus den Features. Ja, es ist viel, was wir probieren, wirklich daran aufzuhängen und auch dann zu vermarkten. Also es ist wirklich so, dass die ganze Firma das eigentlich sehr erlebt. Mhm. Ja, und es gibt noch, wo wir glaube ich auch ziemlich gut drin sind, ist Internationalisierung. Also wir bieten mittlerweile 11 Sprachen an. Nur 20% unserer Sign-ups kommen eigentlich aus Deutschland, also wirklich eine große Masse eben aus dem Ausland. Mhm. Und wir haben also Internationalisierung bedeutet wirklich auch Support in den Sprachen, gute Übersetzung, Bezahlmöglichkeiten in den Ländern. Das ist also
Das machen wir, glaube ich, ganz gut. Und das Dritte ist einfach die Unternehmenskultur, die wir innerhalb von Jimdo einfach aufgebaut haben, die uns einfach sehr wichtig ist und was auch einfach dann total viel Bock macht. Ja. Gut. Ja, also ein guter Punkt, Unternehmenskultur. Ich kam gerade hier rein und ich glaube, ich war der Einzige von uns dreien, der Schuhe anhatte. Und das zieht sich dann eigentlich durch im ganzen Büro. Das ist sehr relaxed hier. Ne? Also so ein bisschen ab von der modernen Sklavenhaltung, die man bei anderen Startups findet. Kriegt ihr es trotzdem hin, die Leute irgendwie mitzureißen und zu begeistern? Arbeiten die trotzdem lange Stunden hier oder heißt laissez-faire einfach so machen lassen? Heißt das auch immer, dass die Leute dementsprechend leider ein bisschen weniger arbeiten? Aber gut gelaunt sind. Nee, auf keinen Fall. Also wir probieren eigentlich das Ganze, oder uns war eigentlich sehr früh klar, dass wir sehr viel Wert auf Unternehmenskultur legen müssen, damit wir auch diesen Wachstum, den wir jetzt in der letzten Zeit, also wir sind jetzt 75 Leute hier in Hamburg, um das wirklich hinzukriegen, dann ist es einfach wirklich wichtig, dass die Leute Bock haben zu arbeiten. Man merkt einfach, dass sie wollen, dass sie Themen nach vorne bringen wollen. Und so arbeiten wir eigentlich auch. Also wir haben viele verschiedene Themengruppen und eigentlich diese Themen geben dann auch immer wieder vor, was für Leute sich gruppieren und probieren, wirklich das Thema voranzubringen. Matthias, was würdest du sagen, so Geheimnisse der Mitarbeitermotivation, was sind sie? Ich weiß nicht, ob es da jetzt wirklich Geheimnisse gibt. Ich glaube, jedes Unternehmen muss da einfach seinen eigenen Weg dafür finden, wie man das einfach macht. Also bei uns ist es einfach so, wir versuchen einfach Leute zusammenzubringen, die einfach Bock haben, was Cooles zu machen. Und unser Anspruch ist auch wirklich international ganz vorne mitzuspielen. Und dann, also dann geht es für uns einfach nur darum, den Rahmen zu schaffen, die Strukturen zu schaffen, dass man auch diesen Austausch und auch die Kreativität zwischen den Teams einfach fördert. Und da legen wir einfach relativ großen Wert drauf und das macht dann auch, also es macht uns selber Bock, also total viel Bock, mit dem Team zusammenzuarbeiten und einfach das insgesamt nach vorne zu bringen. Ihr setzt ein Tool ein namens Kanban, kennt der ein oder andere vielleicht noch aus dem Studium, das wurde von Toyota, glaube ich, ursprünglich mal erstmals angewendet, glaube ich. Und das ist ein ganz gutes Tool, glaube ich, um so diesen ganzen Haufen, die 75 Leute zusammenzuhalten. Ne? Man sieht das auch im Büro, wenn man rumgeht. An allen Stellen hängen diese Kanban-Wände und jeder hat irgendwie. Jetzt, was ist los? Ach, jemand klingelt an der Tür. Ah, guck an hier. Hallo. Komm mal kurz her. Komm mal kurz her. Also meine Freundin. Achso, dann ja. Ja, wir hätten jetzt den Grund des Klingelns gerade mal gerne festgehalten, aber nein, dann nicht. Also überall hängen diese Kanban-Wände, ja, genau. Und daran können sich die Mitarbeiter orientieren. Was macht Kanban einzigartig und warum wendet ihr das an? Also Kanban ist eine agile Softwareentwicklungsmethode, wie auch Scrum auch. Kanban zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass es ein sehr geringes Toolset. Also Kanban besteht eigentlich ganz schnell auf drei Regeln. Mhm. Einmal das, was man macht, zu visualisieren, wirklich einfach zeigen, damit auch im Team transparent zu haben, woran arbeite ich persönlich gerade, was sind meine Aufgaben und dadurch können alle anderen auch sehen, was ich tue. Dann das Zweite ist, die Arbeit, die ich gleichzeitig tue, zu limitieren. Das heißt, ich begrenze mich auf eine bestimmte Anzahl von Sachen, die ich gleichzeitig mache. Und damit verhindere ich, dass irgendjemand mich zuschüttet mit zu vielen Aufgaben, sondern ich mache wirklich eins nach dem anderen. Und das kennt man ja von sich selber, dass das eine Strategie ist, wie man auch wirklich Sachen abschließen kann. Und das Dritte und vielleicht auch das Wichtigste ist eigentlich, dass es ein ständiger Prozess der Veränderung ist. Das heißt, es ist ein Toolset, ein Prozessmanagement-Tool, aber es ist eben so klein und so fein, dass ich eigentlich immer in der Lage bin, meine Prozesse zu verändern, auf das anzupassen, wie das Unternehmen tickt, wie wirklich die Zusammenarbeit auch mit anderen Teams funktioniert. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis für uns persönlich, dass das System für uns sehr gut passt, weil man das als Gruppe zusammen entwickeln kann, auf die Prozesse anpassen kann, wie man arbeitet und dadurch die Möglichkeit hat, das abzubilden, was man eigentlich im Unternehmen wirklich macht. Okay. Kleines anderes Thema, Webseitenbaukästen, da sind ja noch mehrere unterwegs. Wer ist sonst noch so im Markt unterwegs? Ja, Webseitenbaukästen gibt es an sich eigentlich wie Sand am Meer. Also ich meine eigentlich so lange wie es das Internet gibt es auch Webseitenbaukästen. Es gibt aber so einige, die wir eher als nähere Konkurrenz bezeichnen. Die kommen alle aus den USA, sind Wix und Weebly, Yola und Squarespace.
ja, das sind so unsere Hauptwettbewerber, die wir eigentlich auch mit beobachten. Aber es geht letztendlich darum, wenn man es ein bisschen weiter fasst, gehören auch die Blogging-Plattformen dazu, also auch WordPress, auch letztendlich eigentlich auch Tumblr. Insofern ist der Rahmen relativ groß. Ja. Da gibt es jetzt einen Konkurrenten, den du nicht genannt hast, 1&1. Warum hast du 1&1 jetzt nicht aufgehört? Ich kenne jetzt die Hintergrundgeschichte ein bisschen, aber die anderen nicht. Warum hast du 1&1 jetzt nicht genannt und wie seid ihr, was habt ihr mit 1&1 zu tun? Kurze Erklärung. Ja, also 1&1 ist natürlich ein Konkurrent, aber es ist, man vergleicht sich natürlich immer mit Unternehmen, die auch so ein bisschen den gleichen Ansatz fahren und die auch halbwegs gleich gestartet sind. Ich meine, 1&1 ist einfach alt eingesessen. 1&1, mit denen haben wir deshalb eine besondere Beziehung, weil sie oder bei United Internet zeitweise bei uns beteiligt war und weil die das Grundprogramm von der Do-It-Yourself-Homepage eben auf Jimdo basiert. Ja. Genau. Nicht schlecht, ihr habt euch dann aber tatsächlich irgendwann auseinanderdividiert. Ja. Wie kam das? Ja, letztendlich haben wir einfach gemerkt, dass 1&1 natürlich eine andere Unternehmenskultur hat und wir eine, die wir sehr gut finden. Dadurch war die Zusammenarbeit wirklich so, dass ist ja jetzt andersrum, dadurch, dass wir quasi dadurch, dass wir die Zeit haben, uns auf uns selber zu konzentrieren, sind wir einfach wesentlich schneller. Und dadurch, dass wir mit 1&1 vorher zusammengearbeitet haben, war einfach wirklich so der Fokus vielleicht ein bisschen von dem abgerückt, was wir eigentlich hätten machen sollen. Und jetzt haben wir wirklich es ist jetzt schon eine lange Zeit her, dass wir mit denen kooperiert haben und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass wir wesentlich schneller sind, wieder wirklich Internationalisierung im Produkt. Also wir haben zum Beispiel den ganzen Online-Shop da reingebaut, damit auch eben konkurrieren wir mit den ganzen Shop-Plattformen, da wirklich was geschaffen, wo ganz, ganz schnell wirklich 40.000 Shops entstanden sind und einfach Leute ganz erfolgreich im Internet-Business unterwegs sind und haben da einfach auch andere Features draufgepackt, wo wir einfach wirklich jetzt viel haben, wo wir einfach weit voraus sind wieder und das ist natürlich was, wo man merkt, wenn man da wieder nur in sein Produkt investiert, was wirklich schön ist. Seid ihr ganz froh wieder, dass ihr eure Freiheit wieder habt. Ja? Der andere schon auch ganz spannende Investor European Founders Fund, platt gesagt die Sambas. Welche Erfahrungen habt ihr mit denen gemacht? Alles okay oder was könnt ihr dazu sagen? Ja, super. Also wir haben eine sehr gute Beziehung und wir freuen uns, dass sie dabei sind und sie haben uns auch an entscheidenden Stellen wirklich sehr weitergeholfen. Mhm. Nennt doch mal ein paar Zahlen. Also wo steht ihr jetzt und was plant ihr? Also irgendwann, was plant ihr in 3 Jahren? Wo soll Jimdo überall verfügbar sein? Wo steht ihr dann? Ja, wir wollen also erstens, wir haben jetzt gute 4 Millionen registrierte Webseiten. Wir haben 11 Sprachen, sind mittlerweile ungefähr gute 70 Mitarbeiter, inklusive Teilzeitkräfte hier bei uns in Hamburg, haben eine große Kooperation in Japan mit dem zweitgrößten Telco, KDDI, die sehr, sehr gut läuft. Wir haben noch ein Team in China über einen Partner und eben sind jetzt seit Anfang des Jahres mit meinem eigenen Büro in San Francisco. Und wir wachsen sehr ordentlich mit knapp 200.000 Free-Webseiten pro Monat. Und das, wo wir eigentlich hinwollen oder was wir weitermachen wollen, ist, wir wollen der Standard zum Standard für Webseiten bauen werden. Und die Webseite auch als unabhängige Plattform im Web weiter etablieren. Dass das also der zentrale Hub ist für kleine Unternehmen, für anspruchsvolle Privatpersonen, die sich einfach da selber präsentieren wollen. Und das wollen wir einfach weiter etablieren und das auch in möglichst vielen Märkten. Ja. Ja, dabei wünsche ich euch ganz viel Erfolg und danke euch ganz herzlich fürs Interview und wünsche euch weiterhin viel Spaß hier bei euch, aber da brauche ich mir keine Sorgen machen. Das habe ich ja schon gecheckt, den Spaß habt ihr. Ja, besten Dank.